Moin zusammen und willkommen zurück zu Okami. Im letzten Part haben wir das atemberaubende Tutorial hinter uns gebracht, haben von einem Drachen die Pinseltechnik Restauration beigebracht kriegt und von der Ratte einen Kraftstrich. Diesen Kraftstrich werden wir jetzt auch benötigen, um Kamiki zu retten. Auf geht's! Und zwar hängt da oben noch dieser schöne, liebliche Pfirsich und den holen wir uns da jetzt runter. Wow, das Dorf ist wiederhergestellt. Sakuya kam genau zum richtigen Zeitpunkt. Sie beschützt das Dorf wirklich. Trotzdem wünschte ich, dass ich mehr Zeit in ihrem Kimono verbringen könnte. Wenn du verstehst, was ich meine. Aber ernsthaft, mit all diesen Monstern hier in der Gegend, das Dorf könnte noch immer in Gefahr sein. Lass uns zurückgehen und nachsehen, wie es dem Dorf geht. Okay, aber so wie es aussieht, auch nicht sehr gut. Es ist sehr still. Alles sehr grün. Gut, ich habe nichts gegen grün, ne? Aber sieht nicht gerade sehr geheuerlich aus. Auf jeden Fall ist da jemand. Und der sieht nicht gerade sehr gesund aus. Was zur Hölle? Ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass es hier eine Statue gab. Naja, was soll's? Lass uns mit den Dorfbewohnern des Dorfes sprechen. Okay. Gucken wir mal, was da so los ist. Schalten wir eben den Turbo ein. Das geht ganz einfach mit der W4-Bedienung einmal schütteln. Dann rennen wir gleich ein bisschen schneller. So. Sieht aber auch nicht viel besser aus. Hey, hier ist noch eine Statue. Es ist so, als ob die Dorfbewohner sich in Stein verwandelt hätten oder sowas. Nicht schon wieder. Das ist keines von den kleineren Monstern, die hier überall lauern. Sein Gebrüll gehört zu einem etwas viel größeren. Wir sollten uns beeilen und versuchen, jemanden zu finden, der sich noch bewegt. Aber ich glaube, das sieht schlecht aus, weil der Kleine hier drüben bewegt sich auch nicht gerade. Das ist nicht gut. Keine Bewegung hier. Noch vor ein paar Stunden waren alle vollkommen in Ordnung. Hier geht etwas sehr Merkwürdiges vor sich. Das Dorf ist wieder normal, aber was ist mit diesem dunklen Himmel? Vielleicht ist es auch außerhalb des Dorfes dunkel. Lass uns irgendwo hochgehen, sodass wir uns mal umschauen können. Okay, zurück auf den Hügel. Turbo. Mal sehen, ob wir hier oben was entdecken können. Schneller! Hier geht etwas sehr Merkwürdiges vor sich. Lass uns irgendwo hochgehen, sodass wir uns mal umschauen können. Gut, gehen wir auf die Plattform hier. Hui. Das ist schlecht. Die Sonne scheint nicht einmal. Es ist dunkel wie die finsterste Nacht, soweit man sehen kann. Und kein Dorfbewohner kann auch nur einen Muskel bewegen. Ist das so eine Art Fluch? Hat das ein Monster getan? Das wird doch jetzt nicht für immer so bleiben, oder? Wenn doch nur die Sonne am Himmel wäre, um uns den Weg zu leuchten. Wenn du in den Himmel einen Kreis malen könntest, dann hätten wir die Sonne. Aber ich schätze, das wäre sogar für einen Gott wie dich unmöglich. Vielleicht sollten wir einen Gott des Pinsels um Hilfe bitten. Aber wenn du diese Art der Macht von Beginn an hättest, dann wäre das natürlich eine andere Sache. Siehe und staune, Sohn. Siehe und staune. Nein, das war nicht ganz richtig. Mist, ich hab's total verkackt. Little bit concentration, please. Dankeschön. Was zur... Aber wenn ich darüber nachdenke... Dein Name ist Amaterasu. Das ist der Name der Sonnengöttin. Deshalb würde ich mal annehmen, dass du über die Technik Sonnenaufgang von Beginn an verfügst. Damit kannst du sogar die Nacht zum Tage machen. Oh, du bist kein gewöhnlicher Gott. Das ist aber mal sicher. Der schwingende Pinsel ist wie die Musik der Himmel. Das ist ein Vers aus einem Gedicht meines Großvaters. Er fand, dass ein guter Künstler wie ein Musiker mit Form und Farben sei. Nun, da du ja so eine große Künstlerin bist, warum nennen wir dein Malwerkzeug nicht nach seinem Gedicht? Es heißt göttlicher Pinsel. Schließlich hat dein Pinsel,
die Sonne zum Vorschein gebracht. Nun, Ami, lass uns zum Dorf gehen. Lass uns mal gucken, ob die Dorfbewohner jetzt wieder normal sind. Wer bist du? Ein weißer Wolf? Aber nicht jener, der zusammen mit Nagi gegen die schreckliche Kreatur gekämpft hat. Du kannst unmöglich der legendäre Shiranui sein. Nein, das kann nicht sein. Diese Geschichte ist 100 Jahre alt. Aber du siehst aus wie die Statue von Shiranui. Aber auf der anderen Seite siehst du auch nicht so klug aus. Oh, kein Grund, gleich so zu knurren. Kannst du wirklich verstehen, was ich sage? Nun, ich bin niemanden, der ein Blatt vor den Mund nimmt. Ich zähle nur Fakten auf. Oh oh. Was ist das für ein Schauer, der mir da den Rücken runterläuft? Willkommen, Siefelknäuel. Das sind die Monster, die das Land plagen. Sie schleichen sich in Dörfer und verursachen alle möglichen Probleme. Tritt zur Seite, Fellknäuel. Das ist ein Job für mein Trollschwert, Denkomaru. Und tschüss. Auf See. Erstmal schön Herrn Mandarine weggeschmissen. Und dann kümmern wir uns jetzt hier um die Onis kümmern. Die sich natürlich nicht treffen lassen. Weil das somit mal wieder nicht so will wie ich. Ah, da machen wir es anders. Verdammt. Stirb doch mal. So. Erst manchmal will das nicht so ordentlich, wie ich die Bibelfernsehung schüttel. Dass der Angriff kommt. Deswegen ist der Kraftstrich ja auch ziemlich nützlich am Anfang. Wow, du wirst ganz schön wild, wenn du wütend wirst, oder? Hey, du hast dir ein wenig Glück verschafft. Guck mal, hast du gesehen, wie die ausgerottete Quelle wieder zu fließen begann? Das geschah, weil die Kraft des Götter des Landes wiederhergestellt wird, wenn ein Gebiet von Monstern gesäubert ist. Die Menschen nennen das göttliche Intervention. Je mehr du dem Land seine natürliche Schönheit wiedergibst, umso mehr Glück wirst du kriegen. Das ist die Quelle deiner Macht. Nur wenige glauben an die Götter in diesen Tagen. Und das schwächt dich, aber wenn du dich voll anstrengst, dann kannst du deine wahre Macht wieder erlangen. Mann, aber es gibt hier so viele Monster in letzter Zeit. Und dieser Herr Mandarine, den du da umgeworfen hast, oben auf der heiligen Plattform, sieht so aus, als würde er denken, du wärst ein normaler Wolf. Es scheint, die Götter sind schon so schwach geworden, dass Menschen sie nicht mehr sehen können. Na, verdammte. Oh, oh, warte. Naja, ich werde dich mal weiter durch das Dorf führen. Ich habe da so ein Gefühl, dass wir hier ein episches Abenteuer geraten. Das könnte interessant werden, Fellknäuel. Aber jetzt gucken wir mal in die Kiste. Und erhalten einen Futtersack. Nom, nom, nom. Warum, du kleiner Teufel? Sieh nur das leckere Fressen, das du gefunden hast. Hey, warte, das ist Tierfutter. Wir sollten es aufheben, um es Tieren zu geben. Benutze es, wenn du später irgendwelche Tiere begegnest. Irgendetwas Gutes wird schon dabei herauskommen, wenn wir es so einsetzen. Ich weiß, Götter sollten andere Wesen nicht benutzen. Aber verdammt nochmal, mach einfach mal eine Ausnahme. Oh, das hätte ich ja beinahe vergessen. Da gibt es noch etwas, das ich dir erzählen wollte. Wann immer du die Objekte prüfen möchtest, die du erhalten hast, drücke einfach den Plus-Knopf, um das Fächermenü zu öffnen. Wenn du das Fächermenü geöffnet ist, kannst du die Gegenstände in deinem Besitz prüfen und einsetzen. Du kannst dort auch den anderen Dinge tun. Das Fächermenü ist die Schlüssel für ein erfolgreiches Abenteuer. Dieses wunderschöne Fächermenü, was ich natürlich schon gezeigt habe. Und hier sind natürlich auch der Futtersack und den heiligen Knochen. Beides Sachen, die wir so nicht einsetzen können. Sondern erst, wenn wir dazu aufgefordert werden. Oder halt, wie diese Knochen, kann man erst im Kampf einsetzen. So. Und wie man schon sieht, hier sind Vögel. Die können wir füttern. Und dann tun wir das einfach auch mal. Und da kommt diese wunderschöne Art. Animation. Animation, die stundenlang so weitergehen könnte. Ja, echt. Die hört nicht auf.
Die geht sehr lange. Wir können auch schön den Vogel da die ganze Zeit beim Fressen zu gucken. Wie er da den Futtersack, diesen ganzen Futtersack für einen Vogel auffrisst. Meine Güte, nein. Wir gehen lieber wieder. Und dann freuen sich die Vögel natürlich. Und wir kriegen noch mehr Glück. Wunderschön. Und dann fliegen sie weg. Ja, das ist echte Dankbarkeit. Dankeschön. Gut. Gehen wir ins Dorf. Und schauen mal, wie es den Leuten geht. Beziehungsweise, wie es Herrn Mandarine geht. Hallo, Herr Mandarine. Ah, großer Chiranui. Ach, nein. Okay, das ist gleich nochmal. Die gibt es, glaube ich, nicht so gut. Ich bin ja auch ein bisschen unsanft darunter. Ich habe da irgendwas gesehen. Gegen Aufnehmen. Nein. Okay. Ich habe ihn ja auch ein bisschen unsanft oben darunter geschmissen. Und was bist du für einer? Ah, ich fühle es. Ich spüre es. Verdorbene Bestien bevölkern diesen Ort. Konzentration, sieh genau hin. Und da, gleich hinter dir. Oh, hi. Und da sind sie auch schon weg. Ich werde zu Anfang ziemlich viel den Kraftstreich benutzen. Kraftstrich, Streich, wie auch immer. Weil es geht halt am schnellsten. Tata! Menschen kriegen von solchen Kämpfen nichts mit. Aber ich sah es. Der Kampf hat genau 7 Sekunden gedauert. Hm, du kämpfst gut. Ich habe den Pfad Buddhas gewählt. Aber in dir spüre ich eine andere Macht. Und ich spüre, der von dir gewählte Pfad ist auch der Pfad der Weisheit, Wahrheit. Entschuldigung. Er weiß genau, wovon er redet. Das ist schön. Ach, die Vögel kann ich aufnehmen. Nicht? Okay. Ja, ich hau ja schon auf manche Flöten. Gehen wir weiter ins Dorf. Ich glaube zwar nicht, dass hier noch Statuen sind, aber man weiß ja, nee. Nein, ich weiß nicht. Alles wieder in Ordnung. Wunderschön. Der Rettich sieht auch gut aus. Ich habe jetzt aber genug. Ich weiß nicht, ob das ein streunender Hund oder ein Monster oder was weiß ich war. Aber irgendjemand verwüstet immer mein Feld. Rumzuwandern und Löcher mit dem Zehkopf zu buddeln, das treibt mich in den Wahnsinn. Wenn ich dich dabei erwische, wie du hier gräbst, dann fängst du dir aber eine. Okay, dann hau ich lieber ab. Dem Kleinen geht's wahrscheinlich auch gut. Der da hinten ist er. Das ist, den geht's aber auch gut. Den kann man aufnehmen. Guck mal, ich hab Wald. Dann rennt er weg. Den geht's gut. Nein, weißer Wolf, jetzt wird's aber ganz komisch. Sieht aus wie ein kleiner, schwacher Lümmel. Glaubst du, du könntest meinen Hund Hayabusa schlagen? Nun, was hältst du davon? Da gibt es da dieses Feld, um das sich meine Mama kümmert. Siehst du? Nun, Hayabusa kommt 9 Rettige am Stück herausgraben. Während meine Mama ihn jagte und versuchte, ihm eine zu verpassen. Es gibt 10 Rettiche auf diesem Feld. Hayabusa ist fixiert darauf, alle 10 Rettiche zu kriegen. Glaubst du, du schaffst es, aus dem Feld meiner Mutter alle Rettiche zu holen? Aber vergiss nicht, du musst vermeiden, von meiner Mama eine verpasst zu bekommen. Ich werde eingestehen, dass du der bessere Hund bist, wenn du es schaffst. Ach, sie versuchen uns eine zu verpassen? Nicht so ganz meine Vorstellung von Unterhaltung, Ami. Zumindest hast du einen göttlichen Pinsel und deine starke Pinselstriche. Na gut, dann versuchen wir das einfach mal. Direkt bei ihren Augen. Das ist auch ganz einfach. Wir können die hier so schön ablenken, indem wir sie anmalen. Dann sieht die nämlich nichts mehr. Und Hayabusa folgt uns jetzt. So, das war Nummer 3, glaube ich. Nummer 4. Wir können auch hier das Bild drehen, deswegen ist es schön. So. Hier Nummer 5. Nun, drehen wir es nochmal ein bisschen. Nummer 6. Nummer 7. Jetzt wurde ich gerade an der falschen Ecke. Nummer 8. Nummer 9. Und was ist der letzte? Da. Jetzt muss ich gucken, wo sie ist.
So. Und nochmal 10, den nehmen wir. Und bringen den zu Muschi. Muschi, guck mal. Hey, das ist das. Der seltsame Rettich. Nachdem Hayabusa und ich gesucht hatten. Das bedeutet, du hast Hayabusas Rekord gebrochen. Und alle 10 Rettiche ausgegraben. Verdammt nochmal. Gut, du bist der bessere Hund. Auf jeden Fall fühlt es sich gut an, ein neues Tier gefunden zu haben. Und er freut sich. Und ist überglücklich. Übrigens ist der mit seiner Libelle spazieren geht. Das ist echt genial. Oh, da ist eine Truhe. Ich glaube nicht, dass wir da hinkommen. Nein, kommen wir so nicht hin. Hm, komisch. Ein weicher Wolf. Das ist aber jetzt aber Anblick. Bist du aus den Bergen runtergekommen, um mit uns zu spielen? Nun, dann lieber vorsichtig. In letzter Zeit werden die Leute aus dem Dorf von einigen Monstern angegriffen. Weißt du überhaupt, mit wem du da sprichst, Großmutter? Das hier ist die wiedergeborene Shiranui. Der Wolf und ich werden uns darum kümmern. Diese Monster sind Geschichte. Nun, wenn das mal nicht so ist und er reitet auf einen Wolf. Diese ähnelt schon Shiranui, besonders die Nase. Hm, naja, ich sollte mal lieber weiterarbeiten. Ach. Bist du hier, um dir das Geschwätz einer alten Frau anzuhören? Nun, ich habe gerade die Wäsche gewaschen, aber als ich sie trocknen wollte, bemerkte ich, dass meine Wäschestange weg ist. Ach, was soll ich nur tun? Wo ist bloß diese dumme Stange hin? Wie könnte so etwas Wichtiges wie die Stange so einfach verschwinden? Hm, sie vermisst etwas, das eigentlich da sein sollte, oder? Du solltest ihr aushelfen, Fellknäuel. Das ist ganz einfach. Die sollte hier stehen, die Stange. Die sollte liegen. Und ja, wir haben unseren Pinsel. Was wunderbar funktioniert. Dann machen wir langsam einen Strich. Blablabla. Ich habe einen wunderschönen Strich gezogen. Habt ihr das gesehen? Eine neue Wäschestange? Ach du meine Güte. Woher ist die denn gekommen? Die Götter müssen meine Gebete erhört haben. Wie wunderbar. Zeit, die Wäsche zu waschen. Und dort liegt sie. Oder hängt sie und tropft. Wunderschön. So, aber Omi möchte immer noch was. Das können wir mal schön in den grünen Pfeil oben sehen. Das habe ich vorhin auch schon beim Muschi nicht erzählt. Aber ist egal, das hat ja euch bestimmt schon gedacht. Nun, ich bin froh, die Wäsche aufhängen zu können. Aber die Sonne scheint in letzter Zeit immer so weit weg zu sein. Vielleicht mag sie nicht die ganzen Monster, die ihr hier lauern. Wenn sie doch nur näher wäre, dann wäre meine Wäsche sofort trocken. Die hat echt Wünsche, ey. Meine Wäsche wird sofort trocken, wenn die Sonne nur von etwas näher her scheinen würde. Du hast die Dame gehört. Sie möchte Sonne. Zeit, du weißt schon was einzusetzen. Auf zum Okami-Mobil. Nein, wir machen jetzt hier nochmal eine schöne Sonne. Für die Omi, weil sie so lieb ist. Bei meiner Seele. Die Sonne steht auf einmal so nah. Meine Wäsche wird sehr schnell trocken sein. Erst meine Stange und jetzt das. Höre denn die Wunder gar nicht mehr auf. Vielleicht sollte ich ein paar Kirschkuchen als Opfergabe an die Sonne machen. Komm heute Nacht wieder, wenn du aufwächen möchtest, Schneeball. Niemand macht besseren Kirschkuchen als ich. Sie lassen einen das Wasser im Mund zusammenlaufen. Und da freut sich. Ich kriege noch mehr Glück. Dankeschön, Omi. Ja, und schon ist die Wäsche trocken. Du kannst sie jetzt abnehmen. Muss ich dir dabei auch noch helfen? Okay. Ah, so viele Sachen hier zu entdecken. So viele Sachen zu entdecken. Ich freue mich. Breakdance, Ami. Okay. So, da hinten sehen wir auch schon jemanden fröhlich am Singen. Und wer da hinten fröhlich am Singen ist, das sehen wir dann im nächsten Part, weil ich muss jetzt gerade meine Stimme ein bisschen schon, die kratzt nämlich schon wieder so ein bisschen. Oh, da oben fliegt eine Blume. Hm, komisch. Was diese Blume da oben macht, ich weiß es nicht. Genau. Ami hat's voll raus. Okay. Danke fürs Zuschauen wieder und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder von Okami. Bis dann. Tschüss. Hey, gib mich nicht weg. Hey.